Herr Holland, Sie haben das Wort. Thank you. Danke sehr. Ich würde entschieden widersprechen. Der Europäische Fonds für Strategieinvestitionen scheint mir ein falscher Ansatz für den Aufschwungplan Juncker. Der Fonds wird nicht gebraucht, er funktioniert nicht, er nützt nichts. Er lenkt ganz im Gegenteil davon ab, dass die Europäische Union bereits Instrumente für einen Aufschwung hat, die nicht abhängig sind von nationaler Verschuldung. Dafür braucht man keine neuen Investitionen und keine neuen Bürgschaften. Ich habe das jetzt in einem Papier zu Papier gebracht. Ich hoffe, die Abgeordneten können sich das anschauen. Es geht mir im Wesentlichen um vier Hauptpunkte. Erstens, der Vorschlag für diesen Fonds stützt sich auf eine hervorragende Analyse des polnischen Finanzministers Mateusz Tesiorek des Bedarfs für einen Wirtschaftsaufschwung innerhalb der Europäischen Union. Stützt sich aber auch auf die Annahme, dass der Europäische Investitionsfonds, den es ja bereits gibt, den ich 1993 Jacques Delors empfohlen habe, den er 1994 eingerichtet hat. Und Matthäus meint, dass eine solche investitionsgetriebene Erholung über den Europäischen Investitionsfonds nicht geleistet werden kann, obwohl er doch genau darauf ausgelegt war. Er soll genau das leisten, was EIB-Papiere nicht leisten können, und er soll sich nicht auf nationale Verschuldung stützen. Die Kriterien für eine investitionsbasierte Erholung müssen auch nicht neu geschaffen werden. Der Europäische Rat hat 1994 sich geeinigt auf die Finanzierung der transeuropäischen Netze für Verkehr und Telekommunikation. Darunter fällt auch zum Beispiel der europäische Bedarf an Breitbandkommunikation. Das Amsterdamer Papier von 1997 hat die Zuständigkeit der Europäischen Investitionsbank ausgeweitet auf Gesundheit, Bildung, Städtebau, grüne Technik, Umweltschutz und Unterstützung der kleinen und mittleren Unternehmen. Über die Begebung von Schuldverschreibungen. Und das war auch in meiner Empfehlung an Delors so vorgesehen. Hierüber soll dann auch ein europäischer Risikokapitalfonds finanziert werden, zum Beispiel Bürgschaften für kleine und mittlere Unternehmen in Zeiten der Rezession sind nutzlos. Der vorgeschlagene Fonds ist ja eine öffentlich-private Partnerschaft, PPP. Wie Matthäus Tesiorek bereits gesagt hat, fehlt dabei das Öffentliche. Da ist kein öffentliches Geld. Eine Leverage von 15 wird erwartet, wie Jyrki Katainen bereits gesagt hat, liegt viel zu hoch. Das müsste auf 5 abgesenkt werden, und selbst 5 ist noch zu viel. Und der Fonds genügt auch nicht den Empfehlungen von Jean-Claude Juncker in seiner Empfehlung an das Europäische Parlament vom Juli 2014, dass man nämlich ein Investitionsprogramm über EIB-Papiere finanziert. Das ist also gar nicht mehr der ursprüngliche Juncker-Vorschlag. Hier besteht also die Gefahr, dass in diesem Fonds hauptsächlich geredet wird und nicht gehandelt. Wir brauchen aber jetzt die Wirtschaftserholung. Wie lange wollen wir denn noch die Investitionskriterien diskutieren, wer das wann, wie, wo entscheiden soll? Das ist jetzt schon wieder 8 Monate her, dass Jean-Claude Juncker das angeregt hat. Sollen wir jetzt noch mal 8 Monate warten, bevor die ersten Tätigkeiten kommen? Ich setze mich sehr dafür ein, also ich setze mich nicht dafür ein, dass der Fonds jetzt abgeschafft wird oder blockiert wird, aber das Parlament muss einsehen, und ich hoffe, dass das im nächsten Bericht drinstehen wird, dass in der Europäischen Investitionsbank und im Europäischen Investitionsfonds die Union bereits die notwendigen Institutionen für eine investitionsbasierte Wirtschaftserholung hat, ohne die Probleme, die mit dem EFSI zusammenhängen, ohne Bürgschaften und ohne Transfers. Matthias Tesiorek sagte seinerzeit,
dass ein solcher Fonds gebraucht wird. Er hat im September 2014 vor Bruegge gesprochen. Er hat gesagt, das sieht ganz anders aus von der Größe her und von der Zielsetzung als der Europäische Investitionsfonds. Da geht es ja mit 4 Milliarden nur um die Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen. Aber das ist ja gar nicht die Aufgabe des Europäischen Investitionsfonds. Da hat man die Webseite falsch verstehen. Der Fonds sieht das ja gar nicht so. Der Artikel 2.1 besagt, dass der Fonds die Erreichung von Gemeinschaftszielen erleichtern soll. Das habe ich in meiner Empfehlung an Delors so gesagt. Das ist ein offener Auftrag, wie auch an die EIB. In den Statuten des EIF wird das überhaupt nicht begrenzt auf die Unterstützung von KMU. Artikel 2.2 besagt, dass zu den Aktivitäten des Fonds auch Geldaufnahme gehört. Das heißt, dass der Fonds Schuldverschreibungen begeben kann. Das wurde von EIB und EIF auch bestätigt in einer Arbeitsgruppe vor dem Wirtschafts- und Sozialausschuss 2012, wo diese Vorschläge unterstützt wurden, aber unter Nutzung vorhandener Institutionen für die europäische Wirtschaft. Zweitens stellt sich die Frage, woher das Geld kommen soll. Das heißt es immer, das soll aus Deutschland kommen, aber das muss überhaupt nicht aus Europa kommen. Da können einfach globale Überschüsse wieder in die Wirtschaft geleitet werden. Und diese Überschüsse sind sehr groß. Bill Gross von PIMCO hat vor 2 Jahren gesagt, dass langfristige öffentliche Investitionen notwendig sind, weil er für die Pensionsfonds bei den derzeit niedrigen Zinssätzen keine ordentlichen Renditen erzielt. Die China Investment Corporation hat 2012 Verluste gemacht bei Investitionen im öffentlichen Sektor in Europa und hat deutlich gesagt, dass er Staatspapiere mit 10-jähriger Laufzeit mindestens verlangt. Der Beitrag von Philipp Maystadt war sicherlich sehr hilfreich. Wir hatten hier im Dezember eine Sitzung in Brüssel, da habe ich deutlich gesagt, alle mögen sich doch bitte mit Handzeichen melden, die wissen, dass die Schulden der Europäischen Investitionsbank nicht zur nationalen Verschuldung rechnen. Und da hat sich keiner gemeldet. Und die waren doch alle für die nationale Erholung. Und das kann Philipp auch bestätigen. Aber natürlich sind die Sorgen von Philipp berechtigt. Die EIB muss natürlich an ihr Rating denken. EIB ist abhängig von den Pensionsfonds und Pensionsfonds verlangen AAA. Aber man muss die Europäische Investitionsbank ergänzen, indem man den globalen Überschuss hier umlenkt. Und da geht es um Hunderte von Milliarden. Diese Gelder können verwendet werden, ohne dass das Eigenkapital erhöht wird. Und dann stellt sich auch die Frage nach dem Unterschied zwischen Leverage und Multiplier. Leverage ist die erwartete Multiplikation der öffentlichen Investitionen, ist aber kein Multiplier. Ein Multiplier generiert tatsächlich Ressourcen. Und die Investitionsmultiplikatoren, Multipliers der Europäischen Investitionsbank, reichen von 2,5 bis 3. Das heißt, man gibt 100 Milliarden aus, man investiert 100 Milliarden aus den globalen Sovereign Wealth Fonds und damit kann man das Ziel von 300 Milliarden Investitionen erreichen. Das Juncker im Juli vor dem Parlament angesprochen hat. Man sollte sich auch nicht von den Ratingagenturen bange machen lassen oder von den Rentenmärkten. Im Januar 2012 zum Beispiel, das wurde übersehen, da hat Standard & Poor's die Schulden von 9 Mitgliedstaaten runtergestuft. Und dafür wurden 3 Gründe genannt. Zunächst einmal das Deleveraging, also dass Regierungen und Haushalte sparten. Zweitens, dass es keinen Investitionserholungsplan gäbe und ohne Investitionen kann man sich auch nicht auf die Staatsverschreibungen verlassen. Und nach meiner Einschätzung, aber nicht nur nach meiner Einschätzung, sondern auch in der Realität, braucht man keine neuen Investitionskriterien. Wenn hier ein Podium eingerichtet wird, das hier Projekte beurteilen soll, dann ist das auch immer nur Rederei und kein Handeln. Das Amsterdamer Aktionsprogramm sieht doch vor, dass die EIB in Bildung, Gesundheit, Technik, Finanzierung von KMU investiert. Und gerade der Städtebau
ist von besonderer Bedeutung. Da können Gebäude renoviert werden, Energieoptimierung, Nahverkehrssysteme, Gas-, Wasserversorgung und auch Förderung des Baus, der Bautätigkeit der Privaten. Und das geht ab heute, ohne dass man dafür eine neue Institution einrichten muss. Und meines Erachtens sollte das über die Empfehlung gemacht werden, die ich bei Jacques Delors abgegeben habe. Damals Dezember 93, Weißbuch Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit. Nicht schon wieder ein neues Finanzinstrument, das die europäische Öffentlichkeit nicht interessiert. Fragen Sie doch einen Straßenbahnfahrer draußen in der Stadt, ob er da schon mal was davon gehört hat vom Europäischen Fonds für strategische Investitionen. Das wird dem Mann völlig neu sein. Hier geht es um eine vernünftige Regelung für Europa, zum Beispiel der New Deal von Roosevelt in den 1930er Jahren. So etwas brauchen wir. Roosevelt hat die hohe Ersparnis zu Zeiten der Rezession in große öffentliche Investitionen gelenkt. Und das war sehr erfolgreich. Die Arbeitslosigkeit wurde gesenkt von fast 25% auf unter 10% über 7 Jahre vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und das hat er gemacht mit einem durchschnittlichen Bundeshaushaltsdefizit von nur 3%. Und das ist ja die ursprüngliche Forderung von Maastricht. Ich empfehle also wirklich Vorsicht. Wir sollten nicht immer nur reden, wir sollten nicht neue Gremien, neue Fonds einrichten. Von mir aus kann man da auch darüber reden. Aber man sollte die vorhandenen Instrumente nutzen. Es gibt 2 Institutionen, die Europäische Investitionsbank, die sich über die Pensionsfonds finanziert, und den Europäischen Investitionsfonds zur Umlenkung der globalen Ersparnis, der globalen Überschüsse. Das könnte schon binnen 4 Wochen losgehen und nicht erst in 8 Monaten. Der Vorsitzende, danke, Herr Holland. Da gibt es also eine recht interessante Bandbreite von Positionen. Wir haben jetzt auch festgestellt, dass der Juncker-Plan gar nicht der Juncker-Plan ist. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt, über den man reden kann. Und die Berichterstatter haben jetzt sicherlich interessante Fragen an die Podiumsteilnehmer. Es spricht zunächst einmal Udo Bullmann, 3 Minuten. Dann Luisa Fernandes. Ja, vielen Dank, Vorsitzender. Ich darf mich bei allen Rednern des Panels bedanken und auch, dass es interessante Meinungsunterschiede gibt. Ich glaube, dass dieser Juncker-Plan und der Fonds nicht nur Investitionen erlauben wird. Ich glaube, dadurch gibt es dann auch weniger Bürokratie, das wird den Binnenmarkt vertiefen. Und, das ist auch gesagt worden, es wird die Unternehmen unterstützen und insbesondere eben die kleinen und Mittelbetriebe. Das ist also ein zusätzliches Instrument, das auch die anderen Instrumente, die wir haben, nicht berührt oder schwächt, sondern das ist ein Zusatz, das soll kein Ersatz von dem sein, was wir schon haben. Ich glaube, dass wir hier nur zu gewinnen haben mit dem Juncker-Plan. Natürlich kann man auch immer so ein wenig des Teufels Advokat spielen. Kann man immer sagen, also bei uns war das während der Entdeckung schon so, ach, fahrt da gar nicht raus in die Welt, das klappt eh nicht. Ich meine, das ist auch eine Einstellung. Und wäre die Einstellung von den Seefahrern in Portugal eingenommen worden, dann hätten wir die Welt nie entdeckt. Also ich glaube, dass wir hier jede Menge neue Welten zu entdecken haben und dass hier wirklich interessante Projekte durchgeführt werden können und dass hier wirklich auch viel Raum besteht, zum Beispiel um die wichtigen Arbeitsplätze zu schaffen und Wachstum zu erreichen. Und vielleicht eine Frage oder so ein bisschen Bedenken, die ich doch habe, die Investitionen angeht. Wie werden denn die Projekte vorausgewählt von diesem Komitee d'Investissement?
Wie soll das gemacht werden? Wie wird also da ausgewählt und wie werden dann die Investitionen mobilisiert? Und ja, also die Frage ist eben bei diesem Vorgehen, wie das eigentlich genau ablaufen soll. Das ist nämlich nicht so ganz klar gesagt. Und Kohäsion, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das ist nämlich ein Plan, der wirklich dazu führen kann, dass Klüfte, die es gibt, vertieft werden könnten, aber auch ausgeglichen werden können. Ich glaube also, dass es sehr wichtig ist, gut strukturierte Projekte auf dieser Plattform aufzubauen. Und ich glaube, dass der Zugang zu dieser Plattform auch einfach und kostenfrei gestaltet werden müssen, damit es wirklich auch im Bereich der Kohäsion wirkt und sich alle beteiligen können. Denn in dieser Plattform werden ja die Projekte auch ein wenig strukturiert, gestaffelt und wie gesagt, da ist eben der Aspekt der Kohäsion auch wichtig. Udo Bullmann, Econ Rapporteur. Dankeschön, die Vorsitzenden.